Weihnachten. Ich mag ganz ehrlich sein, so einfach habe ich es mit Weihnachten nicht immer. Natürlich, im Vordergrund stehen keine Geschenke. Doch eine kleine Freude möchte ich meinen Liebsten denn schon machen. Und natürlich geht es mir in Weihnachten auch darum, dass es eine besinnliche Zeit ist. Aber ganz ehrlich, nun, ein schönes Ambiente will ich schon gestalten. Ein paar Kekseln, die gehören doch auch dazu. Und apropos Kekseln, das Essen an Weihnachten, das, naja, das soll doch schon was Besonderes sein. Schließlich ist doch Weihnachten. Und in solchen Momenten passiert es mir dann, dass Weihnachten und ich, dass wir es gar nicht so einfach haben. Dann geht mir nämlich was verloren, das Gefühl für Weihnachten. Und seien wir doch ganz ehrlich, Weihnachten letztlich ist das Gefühl, das wir in uns tragen, das wir spüren, das wir verbinden mit dieser ganz besonderen Zeit. Und dann, wenn ich merke, ich bin schon wieder in der falschen Weihnachtsspur, dann erinnere ich mich an die Weihnachtsgeschichte, nämlich dass die Hirten dem Stern gefolgt sind, dem Licht hin zum göttlichen Kind. Und ähnlich geht es uns auch. Wir dürfen uns stets erinnern an das Licht, um ihm zu folgen, hin zum göttlichen Kind. Und das darf ich selber sein. Ich darf als Kind Gottes erkennen, ich bin wunderbar. Ich bringe alles mit und alles, was ich tue, ist ausreichend. So darf ich meinem inneren Licht folgen und mich dann erinnern. Ja, Weihnachten. Und so wird Weihnachten zum Segen und nicht nur für den 24. Dezember. So wird der Segen dieses Weihnachtsfestes dann auch der Segen für alle Tage des Jahres. Und das wünsche ich dir, das wünsche ich deiner Familie. Mögen wir alle den Segen des Weihnachtsfestes an allen Tagen des Jahres leben und spüren. In diesem Sinn. Frohe Weihnachten!